Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost of a Tale. Leider heute mal ohne Cam, weil die Sonne scheint heute extrem, während ich hier aufnehme. Und ja, deswegen sieht man in der Cam einfach mal wieder überhaupt nichts. So, was wollten die Leute gerne haben? Marianische Forelle. Das ist doch alles nicht, was die wirklich wollten, oder? Ich meine, eins sollte doch eine Pastete mit Fisch drin sein. Das hier ist eine Möhrenpastete. Das ist nicht wirklich das Essen, was die wollten, oder? Wir gucken jetzt erstmal nach dem Käserad für Silas. Das ist relativ einfach. Und bei den anderen Sachen müssen wir jetzt echt mal schauen. Also meiner Meinung nach stimmt das alles nicht wirklich. Aber erstmal das Rad. So, meine Herren. Silas, du könntest mir ja mal auf ein bisschen entgegenkommen. Man sieht doch, dass ich das hier kaum tragen kann. Und hopp. Was ist das? Ach hier, das Echsenbein. Doch, das haben wir da liegen. Käse? Ja, du wolltest Käse haben. Was ist denn jetzt los? Warum lässt du mich nicht in Ruhe, Maus? Nee, das lassen wir noch. Tonicum habe ich leider noch nicht. Daran arbeiten wir ja gerade. So gut, das Echsenbein steht auf jeden Fall auf dem Plan. Nur mit der Pastete bin ich mir halt noch nicht sicher, wie wir das machen. Wer das Echsenbein wollte, weiß ich nicht mehr. Ich muss jetzt erstmal rumprobieren. Ich habe keine Ahnung mehr. Ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, dass ich gespielt habe. Okay, du warst es nicht. Was wolltest du denn? Sagte mir gar nicht. Na gut, denn nicht. Wolltest du vielleicht ein wunderbares Echsenbein? Ich bin ja froh, dass es keinen Punkteabzug oder so gibt. Was ist das denn? Ah, er wollte Möhrenpastete. Okay. Na gut, dann kriegen wir das doch irgendwie hin. Dann kriegt er gleich die Möhrenpastete, die da auf dem Tisch liegt, und er dann die Forelle. Okay. Möchtest du das Bein? Ah, endlich. Riecht gut. Sehr gut. So, kann ich hier direkt rüber? Sehr gut. Also, niemand will die Forellenpastete. Das ist wirklich das Einzige, was hier rumliegt, was gar keiner essen möchte. Keine Ahnung, warum das denn da liegt. So. Möhrenpastete. Oh Gott. Mein Gehirn. Nee, du wolltest keine Möhrenpastete. Bitteschön. Na endlich. Nichts geht über ein gutes Stück Pastete. Naja. Ich finde, Möhrenpastete klingt jetzt nicht so mega lecker, aber okay. Eine leckere Möhrensuppe. Oh ja, eine Möhrensuppe würde ich jetzt essen. So, Forelle. Bitteschön. Da ist sie ja endlich. Der Fisch ist trocken und zerkocht. Oh, genau wie ich ihn am liebsten mag. Na, perfekt. Das ist ja wunderbar. Kann ich jetzt endlich das Tonicum haben? Da ist er ja. Fertig, alle Gerichte wurden serviert. Sehr schön. Hier. Die Köchin gibt dir eine kleine Glasflasche, die mit einer grünen Flüssigkeit gefüllt und mit einem Korken verschlossen ist. Gib Silas das hier. Er wird etwa 6 Stunden bewusstlos sein. Was? Aber wenigstens erspart ihm das den Kater. Wenn du ihn denn findest. Was meinst du damit? Na, sieh selbst, dein Freund Silas. Er ist weg. Nein. Nein. Weißt du, wo er vielleicht ist? Nee, das ist eh egal. Okay. Na gut, dann nicht. Vielleicht wissen die anderen, wo er hin ist. Wie ist er denn jetzt weggerannt, sag mal? Der hat sogar das Essen einfach liegen lassen. Das schöne, leckere Käserad, Mensch. Na gut, weiß einer, wo Silas ist. Lass mich in Ruhe. Wie war dein Tag? Hau ab. Na gut. Spitzgesicht vor allem. Wie läuft's, Bock? Wie war dein Tag? Lang und ich bin am Verhungern. Hier sagt uns niemand etwas über Silas. Komm schon, es gehört sich nicht, einen Kameraden allein trinken zu lassen. Wie läuft dein Tag? Ich bin einfach froh, der Kälte zu entkommen. Niemand erzählt uns, wo Silas ist. Verdammt. Habe ich dich schon gefragt? Nee, nee, nee. Wilde 7 möchte ich jetzt wirklich nicht spielen. Weißt du denn, wo er hin ist? Tag, war Silas hier? Ja, konnte sich gerade noch auf den Beinen halten. Er hat es bestimmt nicht weit geschafft. Okay, kann ich dich noch näher fragen? Nö. Na gut, dann gucken wir mal. Vielleicht liegt er hier in irgendeiner Ecke rum. Wo würde ich denn hingehen, wenn ich betrunken wäre? Richtung Heim oder Richtung noch mehr trinken wahrscheinlich? Nein, hier ist kein Silas.
Ich gucke erstmal innerhalb der Mauern, aber... Nee. Vielleicht doch irgendwo im Vorgarten. Halt. Silas, bist du irgendwo? Oh Mann. Der wird es doch wohl nicht bis hoch in seinen Turm geschafft haben, oder? Wir gucken mal, ob er oben ist. Ansonsten gucken wir noch mal etwas genauer uns da drinnen um. Angeblich hat er es ja nicht weit geschafft. Ja, ich mag diese Animation total. So, Silas, hast du es zu deinem Bett geschafft vielleicht? Okay, die Tür ist auf jeden Fall offen. Die war ja vorher zu, als wir Silas gesucht hatten noch. Oh Gott, Leiter. Na, finden wir ihn in seinem Bettchen? Kann ich ihm dann das Zeug in den Mund schütten oder... Ah, da bist du ja. Puh, du bist... Da bist du ja, ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Es geht mir prächtig, solltest dir lieber Sorgen um dich machen. Hier, trink das und geh schlafen. Ich kann auch nicht schlafen, es kommen noch Nachrichten. Muss die überbringen. Ich überbringe sie, mach dir keine Sorgen. Silas nimmt die Flasche mit dem Trank und stürzt ihren Inhalt schwungvoll in etwa dahin, wo sein Maul ist. Tut mir leid, T. Und weg. So, was habe ich denn da jetzt für Nachrichten bekommen? Silas wird 6 Stunden schlafen, glaube ich, hieß es. Nee, Feldkiste. Oh, warte mal. Flasche mit Fusel und andere Flasche, okay. Die haben wir schon ausgekramt. Okay. Wie komme ich nie wieder runter? Ich sehe gerade so schlecht, weil, wie gesagt, es ist mega hell hier gerade. Ich wollte da runter gerne. Nicht wieder hoch. So, wir gucken gleich mal, was das für eine Nachricht war, die wir da jetzt überbringen sollen. Das konnte ich jetzt nicht sehen. Silas Geschichte. Lass Silas 6 Stunden schlafen. Und die Nachricht? Oder war das jetzt Quatsch? Durchsuche die Kanalisation nach dem Zeichen des Meisters. Ja, wollten wir auch noch machen. Aber finde 2 gelegen. Nee. Gib Silas das Fernglas zurück. Oh, na gut. Na, dann müssen wir jetzt wohl doch erstmal die 6 Stunden leider warten. Was machen wir in der Zeit? Schlafen gehen, würde ich sagen. Ja, das dauert mir zu lange, 6 Stunden. Wir können hier, ich könnte jetzt auch den hier wieder rumstehen lassen, aber es dauert mir zu lange. Hier wollte ich nochmal irgendwas gucken. War das hier nicht auch noch, dass wir hier eine zue Tür irgendwo hatten? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie das hier war. Nee, eine leere Kiste. Habe ich das dann doch schon gemacht? Okay. Irgendwie war mir so, als hätten wir hier auch noch Platz. Kann ich mit dir reden? Gibt es was zu berichten? Nö. Okay. Dann nicht. Dann nicht. Oder war das hier? Wartet mal. Das interessiert mich jetzt. Achso, nee, hier geht's ja wieder hoch. Okay. Na gut, dann war das wohl die Kiste und ich habe mich geirrt. So. Und dann nehme ich am besten einfach den Korb hier wieder runter. Das ist immer so niedlich, wie der sich in seiner Blechrüstung fortbewegt. Ist schon putzig, muss man schon zugeben. So, vielleicht sind wir da. Und raus. So. Na gut, dass ich mittlerweile mich doch ein bisschen besser auskenne. Zumindest das jetzt immer wieder finde. Und da haben wir es auch schon. Schön, ist ja gar nicht so weit weg. Perfekt. Bolus auch wieder an der Arbeit, nicht mehr am Strand. 6 Stunden. Wir gehen einfach auf Nummer sicher und schlafen eine Weile, würde ich sagen. Aber so, dass halt auch Tag ist. Ach so. Wir haben jetzt schon PM. Da habe ich ein bisschen Angst. Ich weiß gar nicht, ob Silas abends da ist. Ich spule mal einfach bis zum nächsten Tag. So, dann gehen wir auf Nummer sicher. Silas sollte nun erwacht sein. Das ist schön. So, ich weiß nämlich nicht, ob Silas da abends auch rumsteht. Deswegen wollte ich da doch schon am Tage hin.
Hallo? Lässt du mich bitte durch? Ach Mensch, die Ratten könnten ruhig ein bisschen schlanker sein. Das sind manchmal ein bisschen... Naja. Wir sind gleich da. Ich hoffe mal, dass Silas jetzt auch noch da ist, da oben. Nicht, dass der jetzt auch woanders hingerannt ist. Nicht, dass der jetzt wieder in der Kantine rumchillt und wieder sich besoffen hat. Oh Gott. Das wär's ja, wenn Silas jetzt einfach wieder loszieht und einen hebt. Ich hoffe nicht. Ich weiß auch nicht, was mit Silas los war. Der war ja so eigenartig in der letzten Folge. So beleidigend und ich weiß nicht, so missgelaunt. Und verletzend vor allem. Uns gegenüber. Ich weiß echt nicht, was da los war. Ich glaube, er hat genug eigene Probleme und musste irgendwie seinen Frust an uns ablassen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Thilo. Guten Morgen. Thilo. Kehr zu Silas zurück. Finde heraus, warum... Okay. Wie fühlst du dich? Schrecklich. Ich war das letzte Mal so betrunken, als ich... Tja. Hast du das Tonicum gemacht? Die Köchin. Vielen Dank dafür. Ich habe noch deinen... Nee. Was? Hä? Ich habe noch deinen Brummern Ausschau gehalten? Ich glaube, sie fangen an, dich zu mögen. Thilo, ich habe in der Kantine einige Dinge gesagt, die ich besser runtergeschluckt hätte. Okay, warum tust du dir das an? Was hast du eigentlich auf dem Grund der Flasche gesucht? Ja, das hier wäre interessant. Das ist aber eine nette Umschreibung. Ja, die Krähenmeuchelei, dieses Lied. Ich bin mir sicher, dass du es kennst. Bitte sing es für mich. Worauf willst du damit hinaus? Sing einfach das Lied. Na gut. Das will ich mir jetzt auch anhören, weil ich glaube, dass es vielleicht wichtig ist. Schauen wir mal. Ich kann es ja vorlesen. Es scheint, dass der Geschöpfe wahrhaftig Natur sich zeigt in deren Ansehen, bekannt auf weiter Flur. Ich hört der Elstern Kunde, sah der Krähen Meuchelei, roch Stinktiere in Scharen, schlimmer als ein faules Ei. Traf verschmitzte Mäuse, Meister der Prosa fein, und die List der Wiesel in aller Still und stets geheim. Doch am schlimmsten sind die Ratten und ihre Tyrannei. So sagt man, dass ein Rattentreffen eine wahre Plage sei. Deshalb hier nun mein Vorschlag. Ja, ich bin so frei. Es lebt sich schöner ohne sie. Wir hauen sie zu Brei. Okay. Deine Version ist braver als die, die ich kenne. Ich fand die schon ziemlich böse. Die Nestlinge in meinem Dorf haben das immer gesungen. Ich weiß noch, dass ich es total lustig fand. Es hat mir gefallen, wie sich die Worte gereimt haben. Dabei war mir nicht klar, dass sie mich damit meinten. Erst als meine Oma sie mit ihrem Stock verjagt hat, habe ich es begriffen. Was? Oma. Achso, nee, das haben wir schon mal gelesen. Wieso hat deine Oma? Dann... Ja, du wurdest von Mäusen aufgezogen. Ja, das wurde ich. Aber deine leiblichen Eltern, was ist mit ihnen? Ich habe oft über sie nachgedacht, wer sie wohl sind, was aus ihnen geworden ist. Omamas Pelz wurde zwar langsam grau und ihr Gedächtnis war nicht mehr das Beste, aber sie hat mir alles erzählt, was sie wusste. Und dennoch... Es war nicht genug. Und an dem Tag, als ich nach Juva aufgebrochen bin... Silas öffnet seine Pfote, um den fein gravierten Silberring zu enthüllen, den er dir neben der Feuerschale gezeigt hat. Omama gab mir diesen Silberring. Der ist von deiner leiblichen Mutter, sagte sie. Es ist deiner Omama bestimmt schwer gefallen, dir das zu sagen. Der Ring gehörte deiner Mutter? Sie hat ihn bei meiner Omama gelassen. Er sollte ihr helfen, für meinen Unterhalt aufzukommen. Aber Omama wollte sich nicht von ihm trennen. Ich war so wütend, weil sie es mir verheimlicht hat. Ich hätte begreifen sollen, dass sie das nur zu meinem Besten getan hat. Ich begreife nicht, wie dich der erste Ring hierher geführt hat. Ich weiß nicht, ob die anderen Sachen weggehen, deswegen frage ich erstmal, ob er Erinnerung an die leibliche Mutter hat.
nur sehr verschwommen. Und ich erinnere mich an ein Schlaflied, das sie immer für mich gesungen hat. Das Schlaflied von deiner Mutter, singst du es mir vor? Meine Stimme ist nicht so toll, aber... Noch mehr Lieder? Lavendelhimmel. Öffne dich am Saum. Du Prinz meines Herzens. Und König im Traum. Der Mondbüschel blüht. Der Lavendel vergeht. Der Stern umglüht. Deine Augenglanz besteht. Das ist aber schön. Das ist wirklich schön. An mehr erinnere ich mich nicht. Das ist wirklich hübsch. Wie Mutter nach dem, was ich gehört habe. Aber welches Verhältnis hatten deine Mutter und deine Omama? Omama war vor vielen Jahren die Amme meiner Mutter, als diese noch ein Nestling war. Sie hat mir erzählt, dass meine Mutter sehr fromm war. Und was ist mit deinem Vater? Omama hat mir nur erzählt, dass er eine gute Ratte war. Gute Ratte. Was wurde aus deiner leiblichen Mutter? Woher soll ich das wissen? Ich weiß noch nicht mal ihren ganzen Namen. Wie kam es, dass deine Omama dich aufgezogen hat? Meine Mutter kam eines Nachts plötzlich und voller Panik in das Dorf. Sie flehte Omama an, mich aufzunehmen. Ich dürfte da nur wenige Wochen alt gewesen sein. Das war das letzte Mal, dass Omama sie gesehen hat. Okay, aber ich begreife nicht, wie dich der erste Ring hierher geführt hat. Hat er ja auch nicht. Ein paar Monate bevor ich aus der Rattenwache entlassen wurde, fand ich einen zweiten Silberring. Okay, und du hast noch mehr gefunden, den Ring, den Gusto und Fatale gestohlen haben. Insgesamt habe ich jetzt 8. 8 Ringe und diese silberne Schriftrolle. Die Schriftrolle, das Rätsel, was hast du rausgefunden? Eine Nachricht von meinem Vater. Das klingt alles so ein bisschen nach Geheimbund, oder? Die Ratte reicht dir eine alte, brüchige Schriftrolle aus Pergament. Die Ratte vor allem, Silas. Hier, lies. Oh, ich würde aber eigentlich gerne noch weiterreden. Ich lese sie aber trotzdem erstmal. Okay. Gebetsrolle. Eine alte, brüchige Schriftrolle aus Pergament. Meister des Salamanders, ich biete euch diesen Ring dar. Ein Relikt der noblen Könige früherer Tage. Betrachtet ihn als Anerkennung eurer Gnade und als Versprechen, dass ich zurückgeben werde, was ich an diesem Tag genommen habe. Wächter der Flamme, Hüter der verlorenen Hoffnung, verleiht mir den Mut auszuharren und Stärke für den Triumph. Für mein Königreich, für meinesgleichen, für Bründes, meine ewige, meine wahre Liebe. Und Silas, meinen erstgeborenen Sohn. Okay. Also, Thilo, was sagst du? Diese Nachricht ist von deinem Vater. Ja. Aber wenn das stimmt, was hier steht. Ja. Mein Vater war Nagrik, der letzte Rattenkönig. Oh, interessant. Haben wir das schon mal gelesen? König Nagrik besitzt die zweifelhafte Ehre, der letzte Rattenkönig der Geschichte zu sein. Bekanntermaßen floh er vor mehr als 30 Jahren in einer Zeit der Krise, als er von seinen Untertanen am meisten gebraucht wurde. Er verschwand mit dem singenden Stein, damit kein anderer König jemals wieder rechtmäßig den Thron besteigen konnte. Sein Andenken lebt weiter in Schande und es gibt viele Lieder, die sich über ihn lustig machen. Unter anderem die berühmte Ballade von König Hasenfuß. Oje. Der arme Silas. Okay. Du bist Nagriks Sohn, aber dann bist du ja ein Prinz. Nein. Ich bin der Sohn des Hasenfußes. Aber was hat dein Vater aus den Gräbern genommen? Was auch immer es war, er hat geschworen, es zurückzubringen. Schätze, er hat sein Wort gebrochen. Okay, und jetzt willst du Anspruch auf deinen Thron erheben? Mein Thron, guter Witz. Der Bastardsohn von König Hasenfuß? Die Barone können es bestimmt kaum erwarten, ihre Macht an einen so würdigen Erben abzutreten. Außerdem ist der singende Stein verschollen. Der singende Stein der Rattenkönige oder auch der Stein der Krönung ist ein bearbeiteter, tiefschwarzer Stein, der etwa so groß ist wie eine Rattenfaust. Seinen Ursprung kennen nicht mal mehr die Legenden, aber jeder weiß um seine Bedeutung.
Die Erben eines Rattenkönigs sind nicht automatisch die Nachfolger für den Thron. Jede Ratte kann das Recht, den Stein zu halten, für sich beanspruchen. Man sagt, dass der Stein eine Lobpreisung auf den zukünftigen Monarchen singen wird, wenn er wahrhaftig würdig ist. Aber der Stein ist verschollen. Einige denken, dass Nagrek ihn mit sich nahm, als er floh, damit in seiner Abwesenheit niemand die Herrschaft an sich reißen kann. Andere glauben hingegen, die Barone der Roten Pfote hätten den Stein begraben, damit sie ungehindert über die Rattenlande herrschen können. Das finde ich auch irgendwie, ja, logischer, muss ich fast sagen. Weil warum hatte er den singenden Stein mitnehmen sollen? Er hätte ja warten können, dass Silas vielleicht dadurch gekrönt wird und er scheint seinen Sohn ja gemocht zu haben. Ich weiß nicht, das klingt als etwas eigenartig. Jetzt verstehe ich, warum deine Mutter dich versteckt hat. Aus Scham. Das glaubst du doch nicht wirklich, oder etwa doch? Wenn die Rote Pfote gewusst hätte, dass es einen Thronerben gibt, ja, sie hätten Silas getötet wahrscheinlich. Hätten die Barone mich umbringen lassen, ich weiß. Okay, aber wirst du jetzt weiter nach dem Schatz deines Vaters suchen? Wieso sollte ich? Ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe. Deshalb hast du dich also so betrunken letztendlich. Hättest du anders reagiert? Ja. Silas Geschichte weckt einen Funken in dir. Du summst leise die ersten Noten eines neuen Liedes, die Ballade des verwaisten Prinzen. Nicht schön, genug von mir gesprochen. Meinst du nicht auch? Wie läuft's bei dir? Schöne Umleitung. Silas, Mera war nicht auf dem Schiff. Sie hat ihren Platz an eine andere abgetreten. Ja, sowas in der Art hast du, glaube ich, in der Kantine gesagt. Kennst du den Namen des Weibchens, das Meras Platz eingenommen hat? Faro. Mera hat ihren Platz einem Weibchen namens Faro überlassen. Und hast du auch ihren Nachnamen erfahren? Leider nicht. Nein, aber sie hat einen Sohn namens Tamlin. Sagt dir das etwas? Nein, das reicht mir nicht. Verdammt. Ich kann ohne den vollständigen Namen keinen Brummer losschicken. Oder man wird in Juva anfangen, Fragen zu stellen. Was ist mit dem Schiff, auf dem dieses Weibchen eigentlich sein sollte? Weißt du, wie das heißt? Ja, sein Name war Rattenskelett, glaube ich. Sie war an Bord der Ratzgellert, die in Potsgarn abgelegt hatte. Das hier, ne? Die Ratzgellert? Tilo, kannst du mir mein Logbuch holen? Es liegt unten auf dem Tisch. Dein Logbuch? Wieso? Ich weiß noch nicht. Bring mir einfach das Buch. Ja, leider sind wir zeitlich schon ziemlich am Ende. Ich würde mich jetzt, während ich das Buch holen gehe, von euch mal verabschieden. Es war echt interessant. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt noch zu so einer Prinzengeschichte hier kommen. Vor allem zu sowas, ja, zu sowas, wie soll ich es nennen? Verzwicktem, dramatischen, ein verwaister Prinz und ja, ein König, der in Schande geflohen ist. Das ist ja echt interessant, muss man schon zugeben. Wo ist denn hier das Logbuch? Oh, ich sehe halt kaum was gerade. Kerzen, nee, Kerzen will ich nicht. Ja, ich glaube, das muss ich in der nächsten Folge machen. Ich sehe halt gerade gar nichts. Das ist gerade etwas so, was einfach, für mich ist es hier gerade auf dem Bildschirm einfach stockduster. Ich sehe gar nichts. Na gut, Leute. Würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich zur nächsten Folge. Also, bis dann. Tschüss.